Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Strange Days hier und weiter geht's mit Rage of Dark Gods mit dem Reikland. Und es ist ein Weilchen her, aber ich glaube, ich weiß noch halbwegs, wo wir standen. Oder behaupte ich das jetzt nur? Wir haben diese Stadt hier offensichtlich eingenommen, das letzte Mal. Echt, haben wir es schon gemacht? Na gut. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass es noch nicht passiert war. Egal. Diese Stadt hier war unser nächstes Ziel. Die wollten wir einnehmen. Aber eigentlich wollte ich doch vorher noch irgendwas anderes machen. Ach so, ja klar. Hier, da sind wir. Da stehen wir gerade vor. Das ist die Stadt, die nur von 10 Minotauren verteidigt wird. Genau, die wollten wir uns kurz holen. Und dann werden wir unsere Armee zurückziehen. Und zwar nach, ich glaube, unserer Hauptstadt. Vielleicht. Ja, genau, hier werden ja gerade schon Leute trainiert. Und um die wieder aufzupäppeln, die Armee. Und dann weiterziehen, um die Rebellenstadt hier einzunehmen. Das war gar keine Rebellen... Ah ne, hier, die Rebellenortschaft. Genau. Großartig. Dann ist doch alles klar. Können wir das denn noch diesen Zug machen oder müssen wir einen warten? Ne, wir müssen warten. Na gut. Haben wir denn noch was anderes zu tun, diese Runde? Unser Händler, dem geht's gut. Unser Priester, dem geht's auch gut. Der kann da stehen bleiben. Unser anderer Priester. Achso, ja, den benutzen wir ja so ein bisschen als Spion. Der kann einfach hier so weiter langlatschen. Gucken, was wir noch so finden. Das hier ist natürlich auch eigentlich eine gute Stadt. Hier ist eine Goldmine und vor allem, die ist halt schön so ganz am westlichen Rand der Karte. Die ist eigentlich eine gute Verteidigungsposition, finde ich. Sag ich jetzt mal so. Behaupte ich mal so, als hätte ich da irgendwie so strategisch Ahnung. Wir bauen überall... Ne, hier bauen wir zum Beispiel nichts. Vielleicht sollten wir das ändern. Hier bauen wir Felder, drei Felderwirtschaft, hier bauen wir Handelsposten, auch gut. Was können wir denn der Burg, ich meine, das ist eine Burg, ich bin gerade gegen das Mikro gestoßen, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, egal. Was können wir denn hier in der Burg machen? Wir sollten doch hier irgendwie unsere Truppen, irgendwas Tolles für unsere Truppen bauen können. Übungsplatz, Musketenschützen, ja. Ich glaube, die können wir bis jetzt noch so bauen, oder? Das sehe ich doch richtig. Hier keine Fernkämpfer zur Verfügung und ich bin ziemlich sicher, hier auch nicht, oder? Musketenschützen der Zwerge. Musketenschützen, ah doch, okay, hier können wir die bauen. Aber momentan nicht, aber, ja. Also das heißt, hier haben wir schon einen Übungsplatz, nehme ich an. Chemieschule, Kanonenbauerei. Nee, wir haben hier gar keinen Übungsplatz. Verstehe ich nicht. Kaserne. Ich bin ein bisschen verwirrt. Scharfschützen, Schießstand. Ah, okay, nee, hier können wir sogar schon verbesserte Schützen bauen. Das heißt, irgendwie hier sollten wir uns auf was anderes konzentrieren vielleicht. Pfeilmacher. Kanonen können wir auch hier da bauen. Bordell, immer gut. Kleines Söldnerlager. Gagners Wölfe. Gagners Wölfe konnten wir hier aber auch bauen. Oder nicht? Doch, ich meine schon. Achso, das ist ja, genau, Ragnars Wölfe ist ja so eine Söldnertruppe. Merchant. Ich glaube, wir bauen mal noch so einen Händler. Weil einfach mal ein bisschen mehr Einkommen generieren, wieso nicht? Das ist dann ein kleiner Garten. Nee. Ich kann mich nicht entscheiden. Na, wir bauen ein kleines Söldnerlager, obwohl... So viel Geld haben wir auch gar nicht. Ne, wir heuern einfach ein paar Leute an, glaube ich. Das mit ein paar Hellebardenträgern, ja.
Speerträger des Imperiums, die ganz normalen. Auch gut. Ja. Mir wurde gesagt, ich weiß nicht mehr, ein Kommentator meinte zu mir, man solle beim Imperium ganz doll auf Speerkämpfer und so und auf Hellebardenträger eher setzen als auf Schwertkämpfer. Die sind anscheinend besser. Ich meine, klar, gegen Kavallerie sowieso, aber... Na gut, dann warten wir mal den nächsten Zug ab und sehen, was so passiert. Oh, was ist denn hier unten los eigentlich? Ah ja, stimmt. Ah, okay, der hat sich schon bewegt. Stimmt, wir versuchen hier gerade Karteninformationen auch zu sammeln mit unserem Diplomaten. Wird schon alles. Wird schon. Müssten nicht hier nördlich von uns auch die Hochelfen sein? Oder? Nee, die sind noch weiter nördlich, oder? Auf dieser komischen Landzunge da. Mhm. Unsere Verbündeten bewegen sich auch. Kämpfen gegen Rebellen oder sowas. Wow. Wieso haben immer alle so viele große Armeen außer mir? Ich finde das irgendwie unfair. Oh, die Tiermenschen. Machen die irgendwas? Nee. Oh, was? Nein, Großfürstentum, okay. Die ganze Zeit Angst, dass jetzt irgendeine neue Armee auftaucht. Weil irgendwie hat das Spiel bis jetzt so dazu tendiert, wenn ich mich gerade gut anstelle, dann einfach kommt einfach mal irgendwie noch eine Chaos-Armee angerannt. Hm. Irgendwer hat irgendwelche Söldner angeheuert. Und wir... Ja, wir kriegen immer, sind immer noch im Plus. Das läuft doch super finanziell. Und wir sind die reichsten überhaupt, meine Güte. Neue Eigenschaften. Und wir haben die drei Felderwirtschaft ist fertig in Auerswald. Das ist sehr gut. Und ich glaube, wir werden uns Auerswald, werden uns weiter darauf konzentrieren, das zu einer profitablen Stadt zu machen. Ein Stollen zum Beispiel. Das ist doch perfekt. Der dauert, oh mein Gott, acht Runden. Hm. Aber... 8 Runden kostet 6.000. Ein Markt macht den Handel besser. Hm, ich glaube, wir versuchen, wir machen echt einen Stollen. Ja. Es dauert ein bisschen, aber lohnt sich bestimmt. Und wir haben unsere neuen Rekruten. Und jetzt werden wir uns hier mal kurz die Burg schnappen. Das sollte ja eigentlich nicht lange dauern. Können wir das eigentlich nicht, können wir den nicht an... Ja doch, klar, ich glaube, den Kampf lasse vom Computer regeln, das wäre... ...ziemlich... Oh, oh, Moment. Excuse-moi. Wegen Elfen und Tauren ist unsere... stehen unsere Chancen, sind wir nur 2 zu 1. Wie bescheuert ist das denn? Ja, okay. Ich muss den Kampf, glaube ich, so kämpfen. Weil ich glaube, sonst haben wir besteht die Gefahr, dass der Computer uns voll fickt und irgendwie wir 300 Leute verlieren, einfach nur weil er das so ausgerechnet hat. Und ich glaube nicht, dass wir so viele verlieren gegen die Elfenotauren. Ich hoffe es. Ich hoffe es auf jeden Fall. Oh Gott, ey. Jetzt ach, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ihr werdet sehen, irgendwie verlieren wir jetzt schon an den Toren durch die blöden Mauern und Pfeile ganz viele. Durch die blöden Geschütztürme. Mal sehen. Ich versuch's halbwegs schnell zu machen, diesen Kampf. Okay. Okay, ja, diese Türme hier, die machen uns bestimmt Ärger. Aber egal. Okay, was haben wir hier? Großes. Was sind das denn? Ehrenkompanie, meine Güte. Die hätte man auch, hätte ich auch mal zusammenlegen können, aber egal. Oh ja. Haben wir nur einen Rambock? Ne, wir haben zwei. Dann machen wir doch hier, kann man da auch noch irgendwo ein Loch bestimmt in die Wand hauen. Ich glaube, unsere Kavallerie werden wir nicht wirklich brauchen.
Kämpfer. Stamina. Haben wir irgendwelche, die gut gingen? Nee. Ich suche irgendwelche, die gut gegen, vielleicht gegen Rüstung oder so sind. Die, oder gegen hohe Abwehr gut sind. Bogenschützen. Musketenschützen, Bogenschützen. Armbrustschützen und Armbrustschützen. Boah, haben wir viele Schützen. Mit denen würde ich gerne eigentlich die scheiß die blöden Minotauren erstmal aufweichen. Aber ich glaube, die Gelegenheit werden wir nicht so richtig kriegen. What the fuck? Wir haben einen Vierer-Trupp Freischärler. Ich glaube, ihr könnt euch hier so an den Rand stellen. Na gut. Öffnet die Tore. Und Schützen, schießet bitte. Irgendwie mal wo anders hinstellen, irgendwie so vielleicht. Gucken, vielleicht nehme ich nicht alles von dem Kampf mit auf. Wenn ich jetzt diese paar Viecher hier durch die Stadt jage, dann müsst ihr das, glaube ich, nicht sehen unbedingt. Ja, die werden sich einfach hinstellen und warten. Ja, das ist perfekt. Ich glaube, ich werde jetzt echt, ich mache so ein bisschen cheesy Gameplay. Ich werde irgendwie, glaube ich, versuchen, meine Schützen hier hinzustellen und lasse erstmal die en masse auf die Viecher draufballern und hoffe, dass, schießen die Türme gar nicht? Ah, das ist ja großartig. Ah, voll gut. Das sind keine Geschütztürme. Das finde ich super. Das heißt, wir verlieren niemanden. Das ist toll. Ja, ich werde echt versuchen, einfach diese blöden Minotauren mit meinen Schützen aus der Entfernung zu plätten. Wenn es sich irgendwie anstellen lässt. Na gut, ich bin wieder da, erstmal, wenn die Tore offen sind. Yay! Tore sind offen. Außer das hier irgendwie doch noch nicht so richtig. Na komm schon. Hau rein. Hopp, hopp. Alter. Okay. Dauert an den Mauern ja entscheidend länger. Na gut. Ja, wir holen uns erstmal unseren Schützen hier so rein. Und unsere Speerträger und was weiß ich hier hin. Und wir spulen es auch vor. Ich finde die Vorspule-Funktion gibt Rome Total War immer so den humoristischen Touch, den es braucht. Okay, haben wir das auch. Unsere Freischärler schießen. Die Frage ist nur, ob die irgendwas treffen oder ob das alles an den Häusern abprallt, wie das in Rome so oft ist. Aber die haben anscheinend eine massive Reichweite. Oh ja! Oh gut! Oh super, genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt muss ich nur meine restlichen noch Nahrung und Kram bekommen. Mach doch mal ein bisschen Platz hier, so eine Lücke. Und okay, also hier, ich glaube mit den... Ich nehme die Armbrustschützen erstmal. Ich glaube mit den Musketenschützen werde ich... Obwohl... Die sind doch rüstungsbrechend, vielleicht ist das gut. So, wenn ich so hinstellt. Und dann im Notfall, falls die Minotauren dann doch angestürmt kommen, vielleicht irgendwie stellen wir die Hellebardenträger noch hinter die. So, nee, so, ja. Ah, ich hasse das in Rome. Also, Quatsch, in Medieval. Ach, in allen Total War-Spielen. Die Steuerung in den Städten ist einfach furchtbar, da Formationen einzuhalten und so. Aber naja. Wird jetzt wahrscheinlich echt eine ganze Weile dauern. Aber was tut man nicht alles, um keine Truppen zu verlieren? Ich will ja mal erfolgreich sein hier. So. Oh, stopp. Was? Oh Gott, stopp. Ja. Lauft. Ihr sollt laufen. Ihr sollt um Himmels Willen laufen. Okay, laufen wir zurück.
Ich habe die Befürchtung, das wird jetzt so weitergehen. So ein Blitz hin und her immer. Das macht die KI ganz gerne mal. Kein einziger verloren. Okay, schießt. Oh yeah! Saugt es gerade für uns? Oder doch? Oder nicht? War KI. Das wäre das Leben nur ohne dich. Okay, Moment. Naja, alles gut. Falls die ankommen, sollen meine Hellebarden-Typen hier mal die Speere nach vorne nehmen. Oh Gott, sie kommen. Befehle ausgeführt, mein Herr. Nee, ja. Ja, die sind verwirrt, weil die halt einfach, glaube ich, den Befehl sozusagen haben, zum Platz zu halten. Das ist, wenn es nur eine Einheit gibt, dann versucht die einfach mit allen Mitteln diesen Platz zu halten. Weil wenn man den erobert, gewinnt man natürlich auch die Schlacht. Das weiß ich, ob ihr das wisst, wenn ihr noch nie Total War gespielt habt, wahrscheinlich nicht. Aber Städte erobern kann man auch, indem man diesen Platz einnimmt und statt einfach alle Gegner zu besiegen. Und deswegen laufen die so blöd hin und her. Naja, ich werd mir ein bisschen Zeit vergehen lassen und wir sehen mal, ob irgendwann mal auch welche von denen sterben. Oh, vielleicht unter Umständen passiert irgendwas. Ich habe gerade meine Armbrustschützen geholt, um die von der anderen Seite noch anzugreifen. Und sie sind auf mich zugerannt, aber nein, sie rennen einfach wieder weg. Dann ist ja gut. Ja. Es ist noch kein einziger von denen gestorben übrigens. Ich hoffe, dass jetzt meine Armbrustschützen hier da auch was dran ändern können. Nein, geht weg, geht weg, geht weg. Oh. Komm, renn zurück, wie er es immer macht. Nein. Ah, Gott sei Dank. Okay, ich habe die auf Plänken gestellt. Sollen sie eigentlich gar nicht. Na? Nicht in den eigenen Reihen stehen und schießen, das ist schlecht. Ach, Jesus Christ. Na egal, dann. Nein, nein. Dann hole ich halt die Pikeniere zurück. Oh. Okay, nee, scheiße. Armbrustschützen, zurück. Okay, jetzt bleibt es keine Wahl mehr. Lauft. Und ich brauche meine Kavallerie. Wo ist meine Kavallerie? Kavallerie. Lauft. Bahnträger läuft. Oh, sie kommt zurück. Okay, stopp. Jungs, müsst euch irgendwie Informationen aufstellen. Oh Mann. Jetzt habe ich es wieder geschafft hier. Oh nein! Oh Gott, ihr rennt hinterher. Na gut, okay, jetzt ja, ist egal. Sie haben einen verloren, ist ja unglaublich. Und Schwerträger, ja, ihr dürft aufhören zu schießen übrigens. Oh Gott, und die Muskelschützen bitte auch. Rennt! Okay.
sollten die auch zumindest ein bisschen verletzt haben, oder? Die Minotauren sind ziemlich siegessicher, das finde ich gar nicht cool. Ich will meinen Captain hier und euch will ich auch hier. Ich glaube, die glauben ernsthaft, dass sie eine starke Chance gegen uns haben. Ich glaube, das Problem ist natürlich, es ist wieder so eine blöde Situation, wo wir einen nach dem anderen von denen töten müssen und den. Ja. Mut und Vertrauen erfüllt die Truppen. Was würde ich jetzt gerne machen? Wieso kann ich das nicht machen? Oh, kann ich. Okay. Cool. Spezialfähigkeiten sind das Tollste. Ey! Och, die verlieren ihr Rad. Komplett. Okay. Das ist gut. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Bringt sie um! Oh, das hat sich wie ein Todesschrei angehört. Ja! Okay. Ja, das ist geschafft. Ich spule den Rest mal vor hier. Ja? Einen noch. Wo ist er? Oh, da. Der hat ja voll den harten Helm, ey. Ja, jetzt kommt schon. Jesus Christ. Verlieren wahrscheinlich die ganze Einheiten, ja, gegen diesen einen Penner hier. Ich kann auch nicht mal mehr gucken, was der macht. Los! Der kann sich doch nicht mehr bewegen, der kriegt einen Schlag nach dem anderen ab. Wie fällt der denn aus, um Himmels Willen? Guckt euch das an. Wir müssen ja mittlerweile in Scheiben geschnitten haben. Boah. Sieg! So, mal gucken, wie viele wir jetzt verloren haben. Der Computer meinte ja 23. Naja. Ja, das ist schon noch in Ordnung. Wahrscheinlich hätte ich nur ein bisschen mehr Vorsicht, hätte ich die noch länger verarschen können, die KI, und die echt mit sehr viel Geduld zu Tode schießen. Obwohl ich gar nicht weiß, ob wir dafür genug Pfeile gehabt hätten. Aber das ist ja auch blöd. Das muss ja nicht sein. Großartig, eine neue Stadt. Aha. Praise Sigma, victory is yours. Und die gegnerische Armee ist abgehauen. Sex Settlement Occupy. Wenn wir das nur okkupieren, dann haben wir natürlich das Gute, dass wir sehr viel Bevölkerung haben von Anfang an. Sex Settlement, da bekommen wir am meisten Geld. Ich glaube, wir besetzen mal nur. Wieso nicht? Was haben wir jetzt? Faire Herrschaft. Alle mögen Prinz Rudolf, weil er gerade niemanden abgeschlachtet hat, der Gute. Und jetzt reparieren wir die Mauer, die nicht wirklich eine Mauer ist. Wir können hier nichts rekrutieren. Und wir bauen direkt die Rodung, würde ich sagen. Rodung ist immer ein guter Anfang. Okay.
Jetzt müssen wir uns mal überlegen kurz, was... Also erstmal die beiden lege ich zusammen. Ja. Jetzt haben wir noch 8. Wir müssen ein bisschen was hier in der Stadt lassen, falls... wie viel? 33? Wie viel sind normalerweise in so einem Trupp? 4, 65? Ja, die können wir auch zusammenlegen. Und... Also wir müssen auf jeden Fall irgendwas in der Stadt lassen. Ich weiß noch nicht, was ich in der Stadt lassen will. Können die 8 Leute da lassen? Können doch nicht mal irgendwelche Billigeinheiten bauen, das ist echt schade. Ich meine, wir haben hier in der Burg gerade neue Speerträger und neue Hellebardenträger gebaut, deswegen lassen wir doch... Wir lassen die paar hier da und die 33 Hellebardenträger, obwohl die schon... Die sind schon so gut trainiert. Nee, ist gut. Ich will nicht so toll trainierte Truppen hier lassen. Ich weiß es nicht. Das sind immer so schwere Entscheidungen, die man hier treffen muss. Also wir lassen hier 2 fast zerstörten Trupps auf jeden Fall hier. Und wir lassen einen Trupp Armbrustschützen hier. Ja, und die 33 Hellebardenträger. Ja, ja, okay. Die bleiben hier, die bleiben hier. Die bleiben nicht hier, die bleiben hier, die nicht. Nee, oh, verklickt. Gott verdammt. Ja, komm mal runter. Meine Güte, das ist in diesem Spiel ja echt heftig. Ja, alles, was man anklickt, sofort irgendein Kommentar. Das kann man bestimmt irgendwo ausschalten. Das sollte ich vielleicht schon machen. Okay. Und ja, ihr sollt eigentlich alles zurück nach Altdorf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, hab ich bestimmt. Und in Altdorf hatten wir doch einen neuen Händler gebaut, oder? Ja, und du kannst direkt hier 32 pro Runde. Fuck you. Gibt es nicht irgendwas 27? Gibt es nicht irgendwas Produktiveres? Was ist mit dieser Goldmine hier oben? Geh mal dahin. Morgen setze ich meine Reise vor. Ja, mach das. Finde ich cool. Oh, und wenn wir noch einen Reikland-Spion, der kann sich ja nicht doch mal hierhin begeben. Wo wir. Die ist ja gar nicht so ohne. Armbrustschützen. Fällt mir auch gerade ein. Hey! Ja, alles weitere. Machen wir nächstes Mal, weil die Zeit fast um ist. Und ja, wir werden erstmal unsere Leute hier auftrainieren für eine Runde und bla und blub. Und eigentlich, ja, doch, in der nächsten Folge sollten wir hier mal eine etwas größere Belagerungsschlacht sehen. Und wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, macht es gut.